sichern sie Haus und Wohnung gegen Einbruch. Im Rahmen ihrer Präventionsmaßnahmen setzt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle das Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg in Reilingen ein, und zwar am Rewe in Reilingen. TV Überregional für Sie unterwegs und wird berichten. TV Überregional hier in Reilingen unterwegs, beim Rewe auf dem Parkplatz. Hier das Landeskriminalamt für die Beratung gegen Einbrüche sich zu schützen. Herr Christoph, bitte begrüßen Sie mal unsere Zuschauer. Ja, schönen guten Tag, liebe Zuschauer in Reilingen. Ich bin vom Polizeipräsidium Mannheim, dort beim Referat Prävention und da wiederum bei der technischen Prävention. Das heißt, Hauptthema Beratung Einbruchschutz. Was kann ich tun, um Haus und Wohnung vor Einbruch zu schützen? Für diesen Zweck haben wir hier den LKW vom Landeskriminalamt angefordert. Hier haben wir alle Ausstellungsstücke, also Exponate drin. Man kann sich alles anschauen. Sie bekommen eine Beratung und man kann Termine mit uns vereinbaren. Wir kommen auch zu Ihnen nach Hause und schauen uns das alles an. Hätten Sie zufällig auch eine Telefonnummer, dass er jetzt nicht suchen muss? Wer Termine ausmachen will, findet uns im Internet über die Seite vom Polizeipräsidium Mannheim oder unter Telefon 0621 174 1212. Man sieht immer mehr und man hört immer mehr, wo eingebrochen wird. Auch TV Überregional muss immer mehr berichten. Herr Christoph, wie kommt es dazu? Wie krank muss ein Krimineller sein, so etwas zu tun? Was passiert in seinem Kopf? Was tut er? Also wie krank ein Krimineller sein muss, das lässt sich ganz schwer beantworten. Aber ein Einbruch ist immer noch ein sehr leicht verdientes Geld, ne? Weil viele Häuser nicht entsprechend gesichert sind. Das heißt, das Eindringen in Haus oder Wohnung über Fenster und Türen ist relativ einfach möglich und darum für den Einbrecher auch mit einem relativ geringen Risiko verbunden, weil er braucht nicht viel Zeit, kein großes Werkzeug. Ihm reicht in der Regel ein Schraubendreher und mit dem kann er alle Fenster und Türen öffnen, außer sie wären entsprechend geschützt. Und aus diesem Grund beraten wir vollkommen kostenlos, so damit jeder weiß, was er tun kann, um den Einbruch eben zu verhindern. Nummer 1 von Reilingen, Bürgermeister Weißbrot, auch hier in dem LKW vom Landeskriminalamt. Herr Weißbrot, haben Sie auch Ihre Fragen beantwortet bekommen? Jawohl, und zwar sehr erschöpflich. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, das Thema ist auch gerade hier für unser Dorf aktueller denn je. Wir kämpfen zurzeit mit steigenden Einbruchszahlen hier bei uns auch in Reilingen. Zu normalen Tagzeiten wird ohne Hindernis, sage ich mal, zwischenzeitlich in Häuser eingebrochen. Insoweit sind wir sehr, sehr dankbar, dass die Landespolizei, die Kriminalpolizei auch hier mit präventiv jetzt vor Ort geht, in die Gemeinden geht, mit einem sehr schönen informationsreichen Informationsmobil hier die Bevölkerung aufklärt. Das ist eine ganz tolle Sache und ist auch dringender denn je. Insoweit freuen wir uns sehr, dass wir heute hier einen Gast oder die Landespolizei in Reilingen haben. Und danke für die regelmäßigen Informationen von der Gemeinde Reilingen, die wir veröffentlichen dürfen. Wir haben es gemerkt, die Zuschauer sind sehr aufmerksam und achten immer mehr auf Reilingen. Das freut uns und so machen wir weiter. Herr Christoph, wir sind jetzt hier in diesem LKW. Wir sehen jetzt hier ganz viele Beispiele. Jetzt ganz kurz, was wird am meisten benötigt? Mit Sicherheit sind die Hauptschwachstellen bei einem Einfamilienhaus die Fenster und Terrassentüren im hinteren Bereich, aber auch Kellerschächte, Kellertüren, Balkonfenster, die man erreichen kann, wenn man hochklettern könnte. Da sind so die Hauptschwachstellen und da sollte man wirklich das Hauptaugenmerk drauflegen. Wenn wir aber zu einem Beratungstermin nach Hause zu Ihnen kommen, schauen wir uns alle Möglichkeiten an und geben für alle Fenster, Türen und sonstigen Zugangsmöglichkeiten die entsprechenden Sicherungsempfehlungen. Unser Service ist auch kostenlos. Wir beraten auch vollkommen neutral. Wir sagen Ihnen nicht, nehmen Sie eine Sicherung von der Firma XY oder sowas, sondern die Entscheidung überlassen wir Ihnen oder der Firma, die dann die Montage übernimmt. Weil Sie bekommen von uns auch eine Firmenliste mit Facherrichtern, die fachgerechte Montage durchführen.
jetzt in diesem Bereich? Zusätzlich zu allen Sicherungen für Fenster und Türen kann man natürlich auch seine Wertsachen über einen entsprechenden Safe schützen. Die sollten auch zertifiziert sein, wie alles andere. Spezielle Verankerungen für Wand und Boden sollten auch vorhanden sein, damit man den Tresor natürlich nicht mitnehmen kann. Dann wäre auch gut der sogenannte geistige Verschluss über Zahlencode-Verriegelung, damit ich kein Schlüsselproblem habe. Und in so einem Wertschrank sind meine Schmuckstücke gut aufgehoben. Herr Christoph, was haben wir jetzt in welchem Bereich? Gut, wir haben hier auf dieser Seite die entsprechenden Tür- und Zweiradsicherungen. Das heißt, wir können verschiedene Verriegelungssysteme zeigen, Zusatzschlösser für die Türen, Mehrfachverriegelung, Schließzylinder. Also alle Systeme, die für Wohnungs- oder Hauseingangstüren geeignet sind. Auf dieser Seite haben wir eine Auswahl verschiedener Fenstersicherungen, das heißt alle Möglichkeiten der Nachrüstung oder beim Neueinbau über zertifizierte Fenster mit entsprechender Verriegelung und Sicherheitsglas. Also man kann sich hier im LKW alles anschauen. Wichtig ist aber wirklich dieser kostenlose Beratungstermin, wenn wir zu Ihnen nach Hause kommen.